Hallo und willkommen meine Freunde zu einer neuen, zu einem Blender-Tutorial und zwar wie man eine Spirale macht. Zuerst löschen wir den Würfel mit entfernen und delete. Und auch die Lampe mit entfernen und delete. So, dann kann man es jetzt auch schon mal anfangen. Dann gehen wir erstmal auf Add. Curve Virals. Oder man kann es auch anders machen. Man geht auf Add und hier auch auf Curve und Spirals. So, und dann gehen wir erstmal hier ein. Turns kann man ja auf 5 machen. Und den Height nehmen wir auf 0,96. Haben wir den Anfang schon mal gemacht. Jetzt könnt ihr die Zimmerkurse also hier noch ein bisschen raus. Und die halt auch hier einstellen. Zum Beispiel kann man hier einfach mal bei der X-Achse 90 und bei der Z-Achse auch nochmal 90. Oh. So in der ja, und dann macht ihr euch noch einen Circle. Den können wir hier drüben hinlegen. Circle. Den macht ihr dann auf Alt und C und Curve for Mesh Text. So, jetzt ist es ganz ein Objekt geworden. Und dann gehen wir hier auf diese Spiralenzeichen, klicken bei Bevel Object den Circle an. Der ist noch ein bisschen viel zu fett, deshalb gehen wir jetzt, gehen wir auf auf den Circle, drücken S auf der und ziehen und wir skalieren. Also gerade die können jetzt, falls euch die noch zu weit ist, könnt ihr halt auch noch mal ein bisschen gucken und ja mal einfach mal so hier zack und jetzt könnt ihr halt noch die Farbe auswählen. Ich einfach auf aus Materialsymbol klicken auf New und bei Diffuse macht ihr einfach, könnt ihr einfach irgendeine Farbe auswählen. Hier, ich spiele einfach mal dieses Blau hier. So, Intensity könnt ihr einfach ganz hochschrauben. Man Emit auf 1 und dann klickt ihr Mirror dann und nochmal auf. So, ja, dann könnt ihr sehen, sieht das Ganze so aus. Ja, und zum Beispiel kann man dann auch nochmal hier bei Erde, bei Housing Color nochmal auch machen. Und was ich auch gerne manchmal ist, hier so eine Hemi zufügen. Aber erstmal werden wir noch Kamera in Position bringen. Hier und das hier überall auf 0. So, jetzt haben wir jetzt schon mal. Jetzt könnt ihr halt bei der X-Achse die auf 90 machen. Ganz geradeaus. Mal gucken. Ihr seht hier bei der Spirale ist halt schon auf 0. Ich guck mal, ob man auch mit. Nein, bei mir funktioniert es leider nicht mit der Kameraansicht. Und zum Beispiel können Sie jetzt so hier einstellen. Ein bisschen oben. Und die Hemi, also so was, Lampe noch ein bisschen heller. So und. Ja, das ist. Hier könnte dann halt mal auch so hinstellen auf 43. Ich werde das mal rendern. Das Ganze so aus. Gehe wieder raus. Okay. So, ich stelle jetzt hier auch mal
Nochmal für ein Image. Und es sieht aus, das jetzt mit. Aber auch real. Das könnt ihr als. Das daran ist, ihr klickt auf, wieder mal auf Shift A oder auf Add, auf Curve und auf die Firewall. Dann ist sie schon bei der ersten Stufe vorbereitet. Mal ist jetzt einfach mal, wir klicken wieder mal überall 0 ein. Und 0. Wir hier wieder auf 90 ein. Ja, auch nochmal 90. Seht ihr, sie liegt dazu. Wir klicken einfach auf minus 1. Wie 2 wird es. Ja, aber ist. Ja, das ist. 0.1. So hier. Könnt ihr halt auch einfach ganz einfach machen. Ihr klickt auf die Spirale, geht auf das Spiralensymbol und geht bei Bevel Object hin zur Essenz, die beide gleich. Ja, wieder auf Material klicken. Ihr könntet hier das. Das ist jetzt nicht so cool, deshalb gehen wir hier bei Hex. Geben da ein. Ich habe jetzt E4, E4, E4 ein. So, dann habt ihr, seht ihr, das hat so einen Grauton. Auch noch ändern, wir gehen hier wieder auf bei Emit auf 1. Da sieht es aus. Ändern, wir gehen hier auf den Bar wieder. Mal gucken, wie viel hat es. Hat hier 1. Auch ein. So. Ja, ein. Das sieht dann hier so aus, ist nochmal verwenden. Das sieht so aus. Ja, eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus. Das haben wir halt auch einfach mal 4. Die 3 sind gut. Und klicken dann hier nicht auf Text, sondern hier auf Spiralen. Variables, dann halt A machen, das Material 0.01, das Spiralsymbol und das Objekt wieder Circle ein. Dann gehen wir überall, aber ihr könnt auch vorerst schon mal die Rotation, also die Rotation schon mal einstellen. Gibt dann hier. Das 0, 0, 4. Also, deswegen ist hier zwischen. Ja, aber. Wie, dann habe ich das eingeschätzt. Der 0 machen. Hier können wir auch nochmal 0 machen. Minus 0, Punkt. Ja. Gehen wir nach vorne. Seht ihr, ist es schon mal so wie in manchen Intros. Und jetzt können wir das halt auch noch bearbeiten. Ich fange jetzt hier einfach mal beim, also hier beim ersten Bild an. Also hier bei dem Schluss hier müsst ihr nichts eingeben. Ihr klickt auf das Spiralsymbol und seht ihr hier, hier ist End. Start. Ihr macht hier erstmal alles auf 0, klickt I. I. Und dann seht ihr, hat schon mal ein Keyframe gesetzt. Der geht zum Beispiel auf 20:30. Macht Start auf 1. I. I ein. Dann gehen wir halt auf 60 hoch. So. Und machen hier End auf 1. I und I. Geht halt wieder aufs 0. Bit zurück. Sagen wir es beim Essen. Essen wird ja, naja. Geht ja halt hier rauf. Nächste. Stellt wieder alles auf 0. Wieder I.
Dann geht ja auf 30 wieder nach vorne. Macht Rad auf 1. Und bei 60 macht er halt beides auf 1. I. I. Dann geht er wieder aufs erste Bit zurück. Und pusten und klickt dann halt auf die nächste Spirale und macht dann halt wieder mal das gleiche. Geht I und I ein. So. Ja, auf 30, das ist eine Zeit. Klicken wir Start immer auf 1 und wieder mal überall I. Bleibt so. Kriegen wieder I. Bei 60 machen wir natürlich wieder beides auf 1. I und dann haben wir jetzt schon mal. Und jetzt könnt ihr halt, wenn ihr ein Intro macht, müsst ihr es halt so lassen, wie es jetzt ist. Sitzen. Alarm. Wofür ist das? Ahnung. Okay, ich habe eigentlich erstmal alles auf I. Haben was. Jetzt kann man los. Hier beim End, falls ihr natürlich ein richtiges Intro machen wollt, müsst ihr halt das so lassen. Gehen wir jetzt einfach mal 60 ein, damit nicht so der restliche Rest noch mitgeraten wird. 60 ein. Und klicken bei der Macher und wir unseren Speicher aus. Ich nehme jetzt einfach mal ein Videos. Oh. Ja, komm. Machen wir und geben ein. Also hier war natürlich kein einziger. Macht jetzt einfach mal hier ein. Also ich speichere es hier halt mal ab, damit ihr es dann auch nochmal sehen könnt, wie es dann aussieht. Und klickt dann hier auf Accept. Also ihr könnt es halt auch noch hier eingeben, wie es heißen soll. Dann hier auf Accept. Könnt ihr halt, ich nehme H.264. Und Musik macht jetzt nicht, sonst müsst ihr hier noch wieder reingeben, aber das machen wir jetzt hier nicht, weil wir die Musik hintergelegt haben. Noch mal gucken, was haben wir hier? Auch hier 20,7 oder das ist ja mal auf 24 FPS gelassen. So, dann haben wir es eigentlich alles. Wir klicken auf. Wir können dann hier auf Animation klicken oder ihr macht einfach hier Render und Render Animation. Machen es halt mal so und klicken auf Animation. So, und dann sehen wir uns dann halt wieder mit dem fertigen Produkt. Fertig gerendert. Wir machen hier Blender zu und suchen unseren Speicherort. Ich gehe jetzt einfach mal hier bei kurz rein. Hier dann auf Dokumente. Konrad. Raus, wo es ist. Es ist. Jetzt hier. Ach hier, Tutorial. Die greifen wir jetzt mal darauf und mach halt hier, so sieht es dann aus. Auf Wiedergabe. So, und ihr seht, es ist so aus. Das war's dann hier
für dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und lasst natürlich ein Like da und abonniert mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. I need to get home.